Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sehen hier unser kleines Schmelzanlagenwerk und unsere kleine Schmelzanlage, die schon mal gar nicht so schlecht funktioniert. Ich würde sagen, da haben wir schon ordentlich Eisen angehäuft. Beim Kupfer ist es nicht ganz so viel, aber das liegt einfach daran, dass wir noch keinen kontinuierlichen Anschluss haben an Kupfer. Gut. Ich nehme hier auch mal zwei Stacks nochmal raus, weil wir wollen jetzt nochmal einen nächsten Meilenstein hoffentlich freischalten. Und wir müssen uns auch um die Energie kümmern. Da wollte ich jetzt nochmal ganz kurz gucken, wie sieht es hier aus. Ja, das sieht gut aus. Darf ich das mal rausnehmen? Dann mache aus den Leaves dann nochmal ein bisschen was. Wir dürfen da auch nicht allzu lange mit warten jetzt. Wir müssen dann demnächst wieder Biofuel herstellen, nicht dass, dass wir hier out of energy laufen. Leaves. Ah, 9 Stück noch. Mach mal einen. Na gut, das bringt ja eh nichts, wenn ich die darüber gebe. Da kann er eh nichts draus machen. Gut, Biofuel haben wir dann aber hier nochmal. 200. Dann sortier das mal. Wie haben wir denn davon? 800 und Biofuel haben wir schon. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir gucken mal hier drinnen. Wie sieht es hier aus mit der Forschung? Da haben wir nämlich was erforscht. Another species you can against analyze. Okay, so, jetzt kann man das nochmal machen mit 10 weiteren. Samples are required for R&D to continue developing a defense-oriented blueprint. Okay. The creature has been named Phacocoerus plumiuscata or Fluffy-tailed Hog. Haben wir 11 von. So, dann hauen wir die mal gleich rein, dann haben wir das nämlich auch am Ende der Folge fertig. Alien, das beginnt. So, dann ist das nämlich auch durch. Und ich weiß noch nicht, was man mit diesen Alien-Innereien machen kann. Das lassen wir dann mal lieber so, wie es ist. Gut, das ist im Storage. Das ist im Storage. Aus Holz könnte man theoretisch auch noch ein bisschen machen. Aber wir lassen erstmal die Biomasse gleich zu Biofuel dann verarbeiten. Und werden uns quasi eine Blaupause dafür schaffen für einen Werkstoff rein, einen Werkstoff raus. Dann werden wir uns irgendwo jetzt mal einen kleinen Platz suchen, den wir dafür auserkoren. Was ist denn da hinten eigentlich? Das ist noch Eisen wieder, ne? Ja. Ah, nee, ich wollte. Genau, nächsten Meilenstein. Mensch, ich komme hier. Lass mich schon wieder ablenken. So, wir hätten in Tier 2 hätten wir Part Assembly. Damit hätten wir den Assembler und den Modular Frame und. Den Rotor. Das brauchen wir aber eigentlich noch nicht unbedingt. Walkways brauchen wir jetzt eigentlich auch noch nicht. Das gar nicht. Keine Ahnung, wo ich diese drumherum brauche. Hier könnten wir natürlich die Chainsaw haben. Naja, die Collargun brauchen wir auch nicht wirklich. So gut. Aber wir könnten ja den Berry Scanner mal machen. Select Milestone. Dazu brauchen wir 2 Berries. Barry Kripke. So, dann haben wir den nächsten fertig. Ab dafür. So. Gut. Dann können wir jetzt. Dann nehmen wir jetzt trotzdem von Tier 1 Personal Storage, wo wir die Personal Box haben. Da können wir dann irgendwo dann mal schön und 5 Inventory Slots. Das ist gut. Das nehmen wir jetzt erstmal. So. Und da brauche ich Kupfer zu und ähnlichem. Aber das habe ich ja alles. So, wie sieht es hier aus? Das nehmen wir mal raus. Auch merkwürdig, dass er da mal 198 macht, ne? So. Wir brauchen ein paar Wires. Das klopfen wir uns mal schnell zurecht hier. 250 Wires, das hast du ja schnell mal gemacht. So. Gut, dann brauchen wir ein paar Iron Rods. Da lass uns auch mal welche von machen. Und Iron Plates müssen wir noch ein paar machen. Und dann auch durchaus ein bisschen mehr produzieren, als das wir brauchen gleich. Denn wir werden jetzt da hinten hingehen und eine kleine Fabrik aufbauen. Und zwar eine, die uns Iron Plates und Iron Rods macht. Aus dem Iron, den wir reinliefern. Also wir liefern 60 mal Eisen rein. Und versuchen das komplett dann. Ach, da geht immer von jedem Stack einer runter. Ne? Das ist ja. Ach nee, da hoch und da runter gezählt. Ich wollte mich wundern, was da los ist. So, das da rein, das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Und dann können wir ihn starten. Ready for launch. So, jetzt geht er erstmal wieder hoch hier. Milestone reached. Gut. Inflated your pocket dimension and developed sehr schön. Personal storage box accessible in the build menu. Alles klar, gut. Also wir können jetzt ein bisschen mehr mittragen. Die Forschung hat dafür gesorgt, dass wir ein bisschen mehr Platz haben.
Gut, wir suchen uns jetzt ein Plätzchen für eine Platten- und Dingsbumsfabrik. Platten- und Rohrfabrik. Und dann müssen wir eigentlich auch eine Schraubenfabrik irgendwo hinbauen. Da stört mich eigentlich der Baum schon wieder. Wo machen wir die denn jetzt erstmal hin? Diese Mindeln können wir ja immer wieder. So, abbauen können wir es ja immer wieder. Ups. Dann machen wir es hier hinter dem Baum. Machen wir hier mal das Ganze weg hier, das Gelöt. Brauchen wir hier nicht mehr. So, das Gelöt brauchen wir nicht mehr. Der Baum, der kommt dann auch mal irgendwann weg. Ach, ich hätte die Kettensäge forschen sollen. Jetzt ärgert es mich schon wieder, dass ich sie nicht gleich genommen habe, die Kettensäge. Weil ich dachte, ach, brauchst du so schnell? Ja, doch noch nicht. Aber hier stört mich jetzt der Baum wirklich tierisch. Weil da, ich glaube, vom Platztechnischen her kommen wir da nicht drum rum, dass wir den Baum wegnehmen müssen. Egal. Also, wir brauchen auf jeden Fall Bodenplatten. Und wir fangen mal hier in der Höhe an. Setzen die hier an. Eine 2 Meter Platte. Q. Und dann brauchen wir Foundations 2 Meter hoch. So, die setzen wir dann mal da an. Ich denke, das sollte jetzt ja, alles überirdisch sein. So, das ist mal 6 lang, aber es könnte auch sein, dass das schon zu lang ist. Das macht aber erstmal nichts. So. Bauen wir uns hier mal schnell eine fliegende Plattform. Das ist schon mal nicht schlecht, dass man das auch machen kann. Da stehe ich im Weg, okay. Mit meinem fetten Wasch. So. Jetzt stört mich hier wahrscheinlich schon der Baum. Ach, guck mal, jetzt können wir, da können wir sogar reinbauen in den Baum. Mal gucken, wie lange das gut geht. Wir werden auf jeden Fall als nächstes die Kettensäge mitnehmen. So. So, gut. Dann haben wir das jetzt erstmal. Gut, hier brauchen wir auf jeden Fall wieder ein Eingangslager, ein Ausgangslager und dazwischen natürlich Assembly Machines. Und dann müssen wir mal gucken, wie lange die brauchen, um bestimmte Sachen zu machen. So, wir brauchen Assembly Machines. Dafür brauchen wir, glaube ich, aber Reinforced Eisen Iron Plates. Ne? Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ah, da. Constructor, der braucht Reinforced Iron Plates und sowas. Alles klar. Kann ich denn hier so eine Crafting Bench mehr schnell hinbauen? Da haben wir hier nämlich eine Baustellenbench. So, zack. Ha. So einfach ist das. So, dann können wir nämlich hier rangehen und sagen E wie Emil und dann machen wir uns mal schnell ein paar Schrauben. Für Reinforced Iron Plates. Ich glaube, ich brauche 3, ne? So. Gut, dann gucken wir mal. Die bauen wir natürlich dann hier mittig auf. Ne? Also warte mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Plates. Das heißt also, auf der mittleren Platte müsste die stehen. Q war das. Assembly Constructor, so heißt der. So, der ist natürlich ein bisschen größer. Was ist denn jetzt wieder Ein- und Ausgang? So, so. Ist wirklich ein bisschen größer. Können wir 2 Konstruktoren jetzt auf diese Fläche stellen hier. Mal, wie stellen wir den am blödesten denn hin? Der würde genauso da drauf passen, aber das sieht doof aus. So, machen wir das mal so. Dann haben wir hier noch einen Durchgang, weil der Roboter da, wenn der da arbeitet, das sieht ja doof aus, wenn das nicht funktioniert oder wenn das ein bisschen daneben hängt. So, jetzt wollen wir doch noch 2 Reinforced Plates, wenn wir einen zweiten bauen wollen. Okay, aber wir wollen mal gucken, wenn der jetzt soll uns hier Iron Plates machen. Der braucht 30 Iron Ingots per Minute, also die Hälfte von dem, was hinten produziert wird, bräuchte der. Und würde dann hier Iron Plates machen. Gut. Und wie viel braucht er für die Rods? Warte mal, dann muss ich... Nee, ich mache das mir jetzt doch schnell. Dann machen wir uns jetzt schnell ein paar Rods. Das war ja jetzt sehr schnell. Alles klar. So, gib mir mal ein bisschen Eisen hier. Ich brauche mal was. So. So, ich muss mal ein paar Plates mir noch machen und dann noch ein paar Rods, damit ich mir ein paar Schrauben machen kann. Screws. 2 Platten. Sehr gut. So, jetzt müsste das sich eigentlich ausgehen hier, dass ich noch einen Constructor bauen kann. Ja, geht sich aus. Wie weit habe ich den denn rübergezogen? Den habe ich ein Feld nur rübergezogen.
Okay. Ein Feld habe ich hier rübergezogen. Na ja, gut, ja, passt schon. Sieht gut aus. So, dann könnte man theoretisch in der Mitte noch einstellen hier. Dazu noch eine Fabrik, aber da machen wir unsere, glaube ich, wenn wir die Stromverbrauche, ne? So, du machst dann Rods. So, du brauchst dann 15 Iron Ingots per Minute. Ah, du brauchst gar nicht so viel. Also hätten wir dann noch 15 Iron Ingots per Minute momentan über. Also wir könnten theoretisch zwei mit Rods machen, damit wir einen Rod noch zu Schrauben machen können. Und ein Eingangslager, dann hier ein Splitter, der das auf drei Förderbänder verteilt. Das könnte klappen, ne? Moment. Wir prüfen. Ich brauche Reinforced Plates. Ein paar Schrauben brauche ich. Ich habe ein paar Schrauben locker. So. Gut. Habe ich noch mal Cable Wire genug? Machen wir noch ein paar. So. Gut. Dann machen wir jetzt hier nochmal cool. Bauen wir nochmal noch einen Constructor. Nee, nehmen wir den dann da. So. So. Schön mittig da rein. So, das sieht doch gut aus. So, dann machen wir denn. Dann müssen wir das mal ganz kurz hier abbauen. So, dann brauchen wir hier vorne den Eingangsgelöt, Dingsbums. Na, wie heißt der gleich? Lager. Organization. Ah, jetzt haben wir hier die Personal Box, haben wir ja. Genau. So, den brauchen wir hier ganz am Anfang. Und da sehen wir schon. Das steht ein bisschen sehr nah dran, da kriegen wir keinen Links mehr dazwischen, ne? Wir müssten theoretisch hier hinbauen. Damit wir dann noch die Dinger dazwischen gestellt kriegen. Was ist denn der da in dem? So, dann kriegen wir nämlich hier noch den, wie heißt der? Logistik. Splitter. Den brauchen wir nämlich hier noch. Dafür. Dafür und dafür. So, das die Splitter, die ich hier auf die Ecke baue, die sind natürlich nur da, damit man das schön gerade bauen kann, damit das schön hier, ne, der innere Munk kommt daher durch. So, dann kommt das hier Ausgang, kommt da ein Splitter rein. Ziehen wir Iron Plates. Moment, jetzt kann ich so ein Ding wahrscheinlich auch gar nicht mehr bauen, wa? Kann ich mir jetzt hier schnell so eine Crafting Workbench bauen? Kann ich mir gerade so bauen? Ne, kann ich mir gerade so nicht bauen. Okay. Gut. Ach, guck. Das ist ja interessant. Hä? Er hat denn Füße gekriegt? Momentchen mal. Kann ich hier mal. Darf ich mal eine Ball auswählen? Ist natürlich genau so, dass man es da nicht drumherum bauen könnte. Aber sonst müsste es gehen, wenn der nicht da genau. Ha! Geckig. So, aber das müssen wir dann natürlich nochmal abbauen hier. Das, da kommen ja Foundations hin. Also, ja. Gut, jetzt müssen wir aber trotzdem Iron Plates mal ganz kurz zu Hause machen. Gib mir mal noch ein bisschen her hier. So, dann müssen wir Biofuel machen. Das darf ich auch nicht vergessen. Dicht mir hinten wieder die Sicherung raus. No Power. Da haben wir den Salat nämlich schon. Okay, dann machen wir schnell mal Biofuel von Hand. Komm mal her. Biofuel. Haben wir auch noch gerade so ein bisschen was gecraftet. So. Dann heil das mal. So. Okay, du machst jetzt immer noch Biomasse aus den Leaves. Naja, gut, okay. Das müssen wir gleich ändern. Das Rezept, du musst das mal Biofuel herstellen. Ich wollte aber eigentlich Iron Plates mir machen. Eigentlich hätte ich doch den Assembler da hinten anschmeißen können. Den habe ich doch schon da. Na gut, ich habe noch keinen Strom da hinten, ne? So, ich muss ja auch noch so einen da hinten hinbauen. So ein kleines Kraftwerk brauche ich da ja auch noch. Na gut, das ist aber auch nicht weiter schlimm. Das kann ich ja dann an den Ausgängen machen. Da muss ich mal gucken, wo ich das hinbaue. Bin mir nicht ganz sicher. So. Gut, das reicht aber erstmal. Habe ich denn noch Kupfer als Ingots hier irgendwo vorrätig?
Nö, brauchte ich eigentlich auch nicht, ne? So, hier haben wir noch ein paar Leaves. Aber ne, Leaves brauche ich ja jetzt gerade nicht. Ich brauche das gerade. So, du sollst mir nämlich jetzt Recipe das machen. Das sollst du mir machen. So. Machen wir mal ein bisschen Biofuel. Ich renne da hinten mal hin, baue mir dann erstmal die Werkbank wieder auf. Und dann gucken wir mal, wie wir das mit den Foundations machen, mit diesen Beinen, die er da hat. Das werden wir nochmal abreißen müssen, denn wahrscheinlich. Müssen wir auch nochmal abreißen, weil... Na gut, der Eingang kann ja in der Mitte kommen, das ist ja scheißegal. Cool. Ich hätte gerne Foundations. 2 Meter. Eine hier hin. Eine da hin. Eine dorthin. Ja. Und da haben wir den Salat schon wieder hier. Da ist er nämlich hier schon wieder, hat er schon wieder Gras in der Hütte. Was er eigentlich gar nicht haben will. Ah, verdammt. Nochmal alles abreißen, eins nach hinten setzen. Ja. Genauso wird's enden. Es tut mir leid. Aber es geht nicht anders. So. Wir müssen das hier nochmal alles an uns nehmen. Das funktioniert so nicht. So. Oh, jetzt habe ich die Fußbodenplatte da rausgenommen. Die muss ich natürlich wieder reinsetzen. So. Das gefällt mir nicht. Ich will hier kein grünes in der Wohnung haben. Also im Fabrikgebäude. Deswegen will ich auch beim nächsten die Kettensäge nehmen, damit ich den Baum da rauskriege. So, wir brauchen Kuh, wir brauchen eine Foundation. Dankeschön. So, dann müssen wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen... Nö, hier brauche ich auch kein Fundament runterbauen. Das sieht noch alles ganz günstig aus. Hier könnte man schon optisch denken, das ist nicht mehr so gut. So, und hier brauchen wir die größere schon. Kuh was. Auch noch wieder ein Baum mit drinne. Müssen wir dann auch noch mit rausnehmen. Na gut, kriegen wir aber auch hin. So, denn da noch eine hin. Den Baum müssen wir dann noch absägen. Den lassen wir dann erstmal frei hier, damit wir den sehen noch. So, und dann könnte schon die kleine wieder reichen, ne? Da könnte die kleine Foundation reichen. So. Kein Konkret mehr. Alles klar. Okay. Wir wissen Bescheid. Wir müssen mal kurz zum Steinbau gehen. Zum Limestone, damit wir Konkret machen können. So, hier. Das müsste doch eigentlich jetzt hier hinter der Ecke irgendwo sein. Hier. Aber ich nehme schon die Liste mit. Will ich gar nicht. Aber ich habe sowieso schon welche im Inventar, ne? Ha! Ich habe es von alleine gefunden, ohne dass ich den Sucher angemacht habe. Bin ich ja schon irgendwie wie ein bisschen... Jetzt aufgepickt. Warum mache ich denn sowas? Na gut. Okay. Komische Sache macht er trotzdem noch. So. Haben wir schon mal 200 davon. Und wir machen jetzt hier uns noch ein bisschen dazu. Damit wir dann 300 haben, damit wir wieder 100 und ein bisschen was machen können. Dann haben wir erst mal wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ah, mal immer das so, mal so. Das ist aber nicht immer die gleiche Animation. So. Naja, man hat ja auch immer nicht Lust, immer das gleiche zu machen. So. Nehmen wir das mal mit hier. So, sehr schön. Einmal frei. 51 kann ich, glaube ich, auch durch drei teilen. Das geht ganz gut, ja. So, dann müssen wir uns jetzt mal hier auf unsere Plattform, die wir schon haben. Sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Wir müssen bloß noch die Ecke finden, wo wir das Kraftwerk mit reinsetzen, ne? Aber das wird sich dann auch zeigen. So. Gut. Zur Not bauen wir hinten noch an. Hinten müssen ja zwei Container rausgucken dann, ne? Zwei, ja. Also wir nehmen wieder die mittlere Platte. Ne, die mittlere Platte nehmen wir nicht. Wir nehmen jetzt die Mitte hiervon. Reicht uns das?
Wir gucken mal. Also, wir bauen auf einen... Nee, wir müssen an, wir müssen schon mit den Gebäuden, an großen Gebäuden anfangen, weil ich nicht weiß, wo die Mitte von den Dingern ist. Constructor. So, den müssen wir drehen. Das ist der Ausgang, Eingang, so. Wir haben gemerkt, achso, nicht drehen, nicht drehen. So, wenn wir den hier hinstellen, ein rübernehmen, dann können wir den... Sieht er auch wirklich falsch rum. Ich bin wahnsinnig nochmal. Auch wieder die Maus gedreht. Schwierig. So. So, ein Constructor. So. Der kriegt jetzt hier davor den Splitter, ne? Moment. Splitter, Splitter, Splitter. Kubas. Logistik. Splitter. So, den kriegt er natürlich von hier aus beschickt. Und der kann ja da ruhig so nah wie möglich. Ne, der kann ja da ja nah genug ran, ne? Die Mitte. So. Alles klar. So, das hätten wir. Dann kommt ja hier der Splitter. Der kommt ja hier. Müsste hier genau auf die Mitte kommen. Cool. Wo haben wir denn einen Constructor? Den müssen wir jetzt mal hier mittig hinbauen. Mal gucken, dass der so auch mittig kommt. Da ist er schon mal mittig. Hier sieht er auch mittig aus. Ah, der steht wieder falsch rum. Nicht doch wahr. Ist doch wohl nicht wahr. So. Ja, das machen wir noch häufig. Dinge falsch rum aufstellen. Okay, gut. Na ja. Jetzt steht er nicht mittig. Tut mir leid. Zu früh gedrückt. Ich drücke immer Tab, um das Baum hier zu öffnen. Liegt denn auch sowas auf Q? Nee, auf... Ja, liegt noch sowas Q. So, gut. Mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Jetzt brauchen wir nochmal Splitter, Splitter, Splitter. Logistik, Splitter. Ich glaube, ich werde da demnächst mal echt die Tastenbelegung ändern müssen davon, wenn man es kann. Dass ich wirklich auf Tab habe. Jedes Mal drücke ich Tab, wenn ich dann das Zeug bauen will. So. 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 Und dann kann hier der Eingangslager-Dingsbums hin. Der Eingangsstorage. Das sieht so ganz gut aus. 3, Conveyor Belt. Dran. So. Gut. Also da kommt dann Eisen dran. Dann kommt hier wird gemacht Iron Plate. Hier wird gemacht Iron Rod. Und hier wird gemacht Iron Rod. Und damit verbrauchen wir unser ganzes Eisen, was wir momentan dort haben. Oder was wir in Produktion haben. So. Wie viel Energie brauchst denn du eigentlich? 4 Megawatt. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt einen Biomasse-Generator bauen, der 20 Megawatt herstellt, sollte das auch nicht ohne Probleme funktionieren. Und den stellen wir mal hier hinten mittig hin. So, dass er zwischen den beiden Lagerplätzen steht nachher. So, du machst nämlich den Strom dann hier für die Leute. Und hier müssen wir hinstellen einen Splitter, wenn ich recht bin. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Logistik-Splitter. Damit wir hier um die Ecke kommen. Hier müssen wir einen Merger hinstellen. Einen Merger, so haben wir. So, dann Conveyor Belt. Da dazwischen, da dazwischen. Und hier dazwischen.
Und dann kommt hier ein... Was? Achso. Hier kommt hier ein... Storage hin. Da der Eingang. So. Und dann kommt hier drüben noch ein Storage einfach nur hin, weil wir hier dann das Lager brauchen. Moment, wir brauchen Lager, Lager, Lager. Kuh. Also diese Kuh-Taste, ne, die ist wirklich... Oh, was habe ich denn jetzt nicht? Ich habe keine Eisenplatten. Ah, AD. Ich habe doch jetzt auch dieses Dings hier nicht hingebaut, ne, wo ich Eisenplatten schnell mal machen kann. Schwierig. Ich nehme mal 100 Eisen mit. Hier muss ich mal wieder Kupfer holen, ne? Ah, dann kann ich gleich mit dem Biofuel nochmal gucken. Hier kann ich auch Biomasse nachlegen, damit dann noch mehr Biofuel machen kann. So, Biomasse habe ich hier noch ein bisschen. Mehr das Biofuel. Habe ich es jetzt? Jetzt habe ich es. Gut. Dann lege ich das erstmal schon mal hier gut an. Muss ich auch. So. Gut. Dann hier ran die Gang, Iron Plates machen. Ich wollte mir eine Dingsbums bauen, hier so eine Workbench. Habe es aber nicht gemacht. Gut. Naja. Concrete können wir es auch machen. Und dann ist die Folge auch zu Ende. Das war eine Runde Satisfactory hier. Wir sind dabei, unsere Automatisierung so weit auszubauen, dass wir das ganze Eisen, was wir momentan herstellen, quasi 1:1 verbrauchen für Rods und Plates. Und ja, danach können wir dann halt uns immer schon mit Rods und Plates bedienen. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Dann müssen wir natürlich irgendwo eine Schraubenfabrik machen. Dann müssen wir eine machen, die uns Reinforced Plates macht. Aber ich glaube, das werden wir in 1 machen, weil die Schrauben einzeln werde ich da einfach nur abzweigen. Mal gucken, ob das ausgeht. Da werden wir quasi in der Fabrik eine Verkettung machen. Und dann brauche ich noch. Das ist denn erstmal schon mal ganz, da sind wir schon mal ganz schön weit unterwegs. Achso, das ganze Kupfergelöt brauchen wir natürlich noch, ne? Da müssen wir uns natürlich auch noch Fabriken für bauen. Ich wollte hier Rampen bauen irgendwann mal. Naja. Kriege ich auch nochmal irgendwann hin. Und ich, die Meterrampen kann ich ja eine hier hin, eine daneben und dann kann ich immer hochgehen, ne? Naja. So. Habe ich jetzt dann jetzt noch Biofuel? Ne, Biofuel habe ich jetzt nicht bei, damit ich das schon einmal bestromen kann hier, wenn ich das mit nachher in Betrieb nehmen möchte. So weit haben wir wieder nicht gedacht. So, dann kann ich jetzt hoffentlich hier noch den Storage setzen und dann sind wir eigentlich raus aus der Nummer. Ist das denn mit dem Storage Container in der Mitte oder mit dem in der Mitte? Mal. Könnte mit allen so in der Mitte sein dann. Ach, jetzt haben wir noch falsch rum gebaut. Jetzt sind wir runtergefallen. Das ist auch gut. Alles klar. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn wir hier dann gleich... Nicht hin, aber... Nicht mal hier rauf. Und rauf. Und der hat doch irgendwo eine Leiter hier, oder? Ah, da eine Leiter. So. Komme ich da nicht hin? Dann da wieder los. So. Gut. Also, unsere Fabrik... Die ist hier am Entstehen. Und der Storage-Container steht aber eigentlich... Ne, der steht 1 zu weit dran, ne? Ja. Der steht mittig mit dem, aber nicht mit dem, mit dem. Das ist genau 1 Unterschied. Okay, gut, dann wissen wir das auch. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen und uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.